Vielleicht darf ich, bevor wir starten, auch noch ein paar Worte zu unserer CD sagen. Sie werden nachher sehr viel erfahren, aber vielleicht nur kurz. Ich möchte ganz gern, dass in Zukunft mehr Komponistinnen auf Konzertprogrammen stehen. Vielleicht sogar, dass wir bis 2050 50-50 Verhältnisse in dem Musikleben haben. Ich würde mir wünschen, dass es hiermit vielleicht ein bisschen Unterstützung findet und dass wir damit ein bisschen dazu beitragen. Vielen Dank. Sie dürfen danach klatschen, wenn Sie mögen. Also am Ende der Gruppen. Nach jeder Gruppe, bitte. Thank you.
hören jetzt drei Lieder aus dem Zyklus Der Liebesfrühling, den Clara und Robert Schumann gemeinsam komponiert haben und gemeinsam konzipiert haben. Drei Lieder von ihr, neun Lieder von ihm, gaben zusammen Robert Schumanns Opus 37. In neuerer Forschung hat man die drei Lieder von Clara rausgenommen und sie Opus 12 genannt. Und so hören Sie jetzt diese drei Lieder, die eigentlich einen großen Zyklus gehören, separat, nur die von Clara. Mein Herz hat Regen.
Die Lieder des nächsten Zykluses, die Sie hören, stammen aus Clara Schumanns letztem veröffentlichten Liedopus, dem Liederzyklus Opus 23, nach Jokunde, nach einem Roman von Hermann Rollet. Wenn Sie von den Texten etwas nicht verstehen, wundern Sie sich nicht oder lesen Sie gerne mit. Es kommen sehr frivole Andeutungen drin vor, über die man schön schmunzeln kann. Was weinst du, Blümlein, im Morgenschein? Das Blümlein lachte, was fällt dir ein? Ich bin ja fröhlich, ich weine nicht, die Freudenträne durchs Auge mir bricht, die Freudenträne durchs Auge mir bricht. Himmel, bist blutig rot, als läge deine Sonne im Meere tot. Da lacht der Himmel und ruft mich an. Ich trolle ja Rosen auf ihre Bahn, ja Rosen. Strahlend flammte die Sonne hervor. Die Blumen blühten freudig empor, des Baches Wellen jauchzen auf und die Sonne lachte freundlich drauf. Und die Sonne lachte freundlich darauf. Vertrauen, dein Blütenkämmerlein.
Der Lerche jauchzt mit Jubelschlag, wo Löwen
Miriam Alexandra, ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu dem Schumann-Forum-Gespräch innerhalb des Schumann-Forum-Gesprächskonzert. Vielen Dank. Sie sind ja seit ich wusste, dass Sie eben nach Ihrer Debüt-CD, die sich mit den deutschen Liedern, das muss man ausdrücklich sagen, deutschen Liedern, weil sie eben auch viele andere Lieder komponiert hat, von Pauline Viardot-Gassier. Das war ihre Debüt-CD, die sozusagen ein Jahr vor ihrer CD mit sämtlichen Liedern von Clara Schumann erschienen ist, ist sie sozusagen mir präsent. Und wir haben uns damals lange auch immer mal über E-Mail oder sonstige Kontakte unterhalten. Und da habe ich gesagt, ja, wenn diese Einspielung kommt mit Clara Schumanns Lieder, dann melden wir uns auf jeden Fall von Seiten des Schumann-Netzwerks. Und da ich auch wusste, dass Sie die eben auch mit Josef de Beenhauer einspielt, der echt eine wirkliche Größe innerhalb der Schumann-Interpretationen ist. Ja, seit der Zeit ist sie eben also unser momentan jüngstes Schumann-Forum-Mitglied. Und deshalb fand ich es eigentlich ganz wunderbar, weil es eben auch eine Einspielung mit Kompositionen, Liedkompositionen von Clara ist, dass wir in diesem Jahr 2019, also Ihnen, ich sage jetzt mal schon sattsam, würde man sagen, bekannt 200. Geburtsjahr von Clara Schumann 2019, dass wir jetzt ein Schumann-Forum-Mitglied haben, das speziell eben aufgrund einer Einspielung von Clara-Liedkompositionen bei uns im Schumann-Forum Mitglied geworden ist. Das fand ich jetzt besonders schön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Das ist eine große Ehre, weil das ja auch ein sehr, sehr illustrer Kreis ist, ja, also, der sich da zusammenfindet. Das ist, also wenn Sie so die Gründungsmitglieder, das sind, ich sage jetzt mal schon, einige Granden sind ja schon verstorben, wie Fischer-Dieskau oder ja, als Grazerin natürlich immer schon von Kind auf, wenn ich am Palais Meran vorbeigegangen ist, Hanno Kur-Verehrerin, etwas, was ich immer geblieben bin. Das sind alles wirklich Gründungsmitglieder und ich glaube, deshalb ist es tatsächlich ein sehr illustrer Kreis, der sich eben zusammensetzt aus Künstlern,
die eben schon weltberühmt waren zu diesem Zeitpunkt. Und dann war aber auch immer unser Augenmerk, dass wir darauf achten, wer kommt an jungen, herausragenden Künstlern nach, für die Schumann, ich sage jetzt wirklich einfach Schumann, ob nun Robert oder Clara, einen wichtigen Teil ihres künstlerischen Schaffens oder auch ihres künstlerischen Interesses ist. Ja, und von daher brauche ich jetzt eigentlich, Miriam, Alexandra, diese berühmte Frage, die jedem sozusagen gestellt wird, lieben Sie Schumann, wenn man beide einstellt, aber die stelle ich jetzt trotzdem. Lieben Sie Schumann? Na, da muss ich gleich erwidern, welchen oder welche denn? Ja, denn also ich hoffe immer, Sie wissen ja, Sie haben ja so schön gesagt, Sie hoffen, dass irgendwann das so paritätisch sein wird. Aber ich hoffe gerade bei Robert und Clara Schumann, dass man eigentlich auch immer beide lieben kann. Ne? Jeder ganz unverwechselbar. Aber wenn ich immer daran denke, dass Robert Schumann sagt, für ihn gäbe es sozusagen kein künstlerisches Schaffen, was vom eigentlich gelebten Leben abweicht, das wäre für ihn nicht authentisch als Künstler. Ich denke, das müsste man für Clara genauso gelten lassen, weil ja auch ihr Leben ein durchaus sicher ursprünglich vorbestimmtes, aber wie ich finde, doch sehr selbstbestimmtes Leben gewesen ist. Arrangieren müssen wir uns alle, wusste man sich immer. Also von daher denke ich, lieben Sie Schumann? Und das können Sie natürlich sagen, ja, ich liebe jetzt aber besonders Clara oder besonders Robert Schumann. Also erstmal möchte ich feststellen, dass das ja tatsächlich eine Frage ist, denn man geht oder ist lange Zeit automatisch davon ausgegangen, dass es sich bei dieser Frage um Robert Schumann handelt. Also ist ja abgeleitet von der berühmten Frage, lieben Sie Brahms? Ich gebe zu, und ich da habe das damals auch eindeutig abgekupfert. Ne? Klar, bietet sich ja an, ist sehr charmant. Deswegen möchte ich es gerade in diesem Zusammenhang auch nochmal explizit hinzufügen, dass ich also sowohl Robert als auch Clara liebe. Sehr schön, also mir geht es genauso, also ich mache da auch keine Ausschließlichkeiten, weil letztlich kommt es ja einfach immer auf das drauf an, was jemand hervorbringt, egal welchen Geschlechts jemand ist. Also das dürfte eigentlich nie eine Rolle spielen, heute natürlich weniger denn je. Was auch immer dazu kommt, was ja auch nahtlos mit dieser Frage verbunden ist, was man eigentlich jedem und gerade natürlich jungen Künstlern stellt, ist immer: Wie kamen Sie denn eigentlich zur Musik? Wie kamen Sie zu der Idee, Gesang zu studieren? Und man muss bei ihr dazu sagen, noch parallel ein musikwissenschaftliches Studium zu betreiben und eben dann auch mit der Promotion abzuschließen. Das sind ja auch schon bestimmte Lebensentscheidungen. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Das sind jetzt viele Fragen hintereinander. Strapazieren Sie vielleicht mein Gedächtnis nicht zu sehr. Das erste war die Frage, wie bin ich zur Musik gekommen? Das hat eigentlich in der Kindheit schon angefangen. Ich erinnere mich nur an eine Szene sehr, sehr deutlich, die ich auch ganz gerne erzähle. Das ist eine Situation, als ich 8 Jahre alt war und im Kindergottesdienst war, gab es das berühmte Krippenspiel an Weihnachten. Und alle Mädchen wollten Maria sein und die Jungs wollten Josef oder der Ochs oder der Esel sein. Und es gab eine einzige Rolle, nämlich die eines Engels, der alleine mit einem goldenen Stern in die Kirche geht und ein Kirchenlied singt. Freudig ehrt uns Sternzeit, Sternzelt, Halleluja, Gottes Sohn kam in die Welt, Halleluja. So, dieses Lied, das ich damals nicht kannte, habe ich mir dann am Klavier beigebracht und ich wusste, genau diese Rolle möchte ich spielen. Nicht die Maria, nicht den Esel, sondern nur diesen Engel, der singt. Also ich glaube, wenn ich das reflektiere aus der Jetztzeit, ist das, glaube ich, ein deutliches Zeichen von Selbstwirksamkeit. Also ich bin in einem musikliebenden Elternhaus aufgewachsen. Ich habe meine Schwester, die 8 Jahre älter ist, hat immer intensivst Klavier geübt. Immer Chopin, Balladen, Mazurkas, alles Mögliche, Walzer, Beethoven, Mozart, Sonaten eigentlich täglich gehört, weil sie sehr fleißig geübt hat. Und bin damit aufgewachsen. Und dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit zu sagen, ich gehe jetzt mit diesem Gesangbuch an mein Klavier, ich hatte nämlich Klavier, seit ich 5 war, und bringe mir dieses Lied am Klavier selber bei. Das war ein ganz, ganz toller Moment in meinem Leben. Zu sehen, ich kann das kombinieren. Ich kann Klavier nutzen, das Klavierspiel nutzen, um mir eine Gesangsstimme beizubringen. Und wenn Sie mich nach einem emotionalen Moment fragen, wo die Musik mich gepackt hat, dann war das auf jeden Fall meine erste CD, die La Divina CD von Maria Callas. Ich habe eine griechische Mutter und ja, da lag es wahrscheinlich irgendwie auch doch so ein bisschen im Gen, dass mich das interessiert hat, was da eine griechische Opernsängerin auf der Bühne macht und
Wahrscheinlich kennt jeder die Stimme, wahrscheinlich sogar auch diese Platte. So ein buntes Potpourri von den berühmtesten und beliebtesten Arien, Tosca, Traviata, Carmen. Es fängt, glaube ich, mit der Butterfly an, dieses wunderbar in der Karajan-Interpretation. Und das hat mich gefesselt und entbrannt, ohne irgendwas über den Sängerberuf zu wissen, ohne irgendwas über ihr Leben zu wissen. Aber diese Musik, diese Stimme, dieses sich ganz emotional da reinbegeben, das hat mich total gefesselt. Ja, also ich finde das natürlich, wenn man eine griechische Mutter hat, würde man sagen, es ist eine natürliche Nähe. Aber gerade was Maria Callas betrifft, erinnere ich mich auch, dass ich wirklich bei unzähligen, würde man sagen, ja, absoluten so Stimmliebhabern, habe ich auch an den unmöglichsten Stellen deren Wohnungen immer noch alte Fotografien von Maria Callas gefunden. Auch bei mir im Wohnzimmer. Ja, also ich wollte nur sagen, also man brauchte, glaube ich, nicht griechischer Herkunft zu sein, um da völlig gepackt zu sein und vielleicht auch infiziert zu sein. Manche, also ich kenne auch jemanden am Staatsministerium, der sagte, er könnte eigentlich, wäre für ihn das, ja, also so prägend gewesen, dass er alles mit Maria Callas vergleichen würde. Also ein echter Initiationsritus auch für einen Herrn aus dem Schwäbischen, aus so einem schwäbischen Dorf. Also ich glaube, ja. Maria Callas hatte eben diese Gabe und das finde ich sehr schön. Aber bei Ihnen dann eben auch noch mit Ihren sozusagen Wurzeln Ihrer eigenen Herkunft. Und dann war das wirklich so der Anstoß, dass Sie sagten, ich will, wenn ich in die Musik gehe, Sängerin werden? Das war tatsächlich die Initialzündung sozusagen. Ich möchte Sängerin werden. Allerdings braucht es ja dafür auch Unterricht. Und weil wir drei Kinder waren, wie ich schon erzählt habe, ist es natürlich schwierig, das auch alles zu finanzieren. Wir haben alle schon Klavierunterricht gehabt. Und dann habe ich also 3 Jahre gebettelt und mit 16 dann meinen ersten Unterricht bekommen. Und von da ab mich einfach immer weiter auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Und die dann mit 18 auch gemacht, sofort bestanden und angefangen zu studieren. An welcher Hochschule? Das war an der Musikhochschule Karlsruhe. Mhm. Ja, meine Eltern waren der Meinung, ich sollte zu Hause wohnen bleiben. Ich war ja so mit 18 fertig und da war ich natürlich noch sehr, sehr jung. Wenn ich ja zurückblicke heute, denke ich auch, das ist ja sehr Wahnsinn, was da für wichtige Entwicklungsjahre kommen eigentlich in dieser Zeit. Und meine Eltern sagten, naja, also wir wohnen da in der Nähe von Heidelberg, da gibt es 50 Kilometer nördlich, gibt es Mannheim und 50 Kilometer südlich gibt es Karlsruhe. Und in Karlsruhe wurde mir eben jemand empfohlen und da bin ich dann auch gleich hingekommen. Und haben Sie das von Anfang an dann so parallel mit Musikwissenschaft verbunden oder war das dann sozusagen etwas sozusagen zeitlich etwas nachgereicht? Das war ein langer Weg, um ehrlich zu sein. Wir komprimieren das jetzt, weil wir auch nicht den ganzen Tag haben. Aber ich habe tatsächlich angefangen mit der künstlerischen Ausbildung Gesang und dachte, ja, das wird genau das Richtige sein. Und dann saß ich in meinem ersten Semester und merkte, ich kann gar nicht den ganzen Tag üben. Was mache ich denn eigentlich mit der restlichen Zeit? Du hast doch eigentlich ganz gut Klavier gespielt, auch mit der Schwester vierhändig, Wettbewerbe gespielt. Ja, da machst du einfach Schulmusik noch dazu. Habe dann gleich Aufnahmeprüfung für Schulmusik gemacht, weil ich Lehrerin werden wollte von Grund auf, ich komme aus dem Lehrerhaushalt, sondern weil ich gedacht habe, das ist das breiteste Studium. Du bekommst Unterricht im Dirigieren, im Chorleiten, du bekommst extremst qualifizierten Klavierunterricht bei Kalle Randalu damals. Da hatte ich eine CD vom Brahms Quintett mit ihm gehört und war hin und weg, dachte, bei dem musst du studieren. Bekam also eine riesengroße Ausbildung, fast kostenlos und habe gedacht, das ist es. Habe das dann auch sehr schnell abgeschlossen und mich auch damals schon mit Schumann beschäftigt, indirekt. Genau, das wollte ich sagen. Wann kam sozusagen der Schumann-Moment? Ne? Der Schumann-Moment, Schumann war immer da. War immer da. Schumann war mit dem Album für die Jugend ewig präsent. Lieder habe ich auch schon damals gesungen von Fanny Hensel, von Clara Schumann. Ich hatte eine Gesangslehrerin an der Musikschule, die da eine große Affinität dazu hatte, Rosemarie Landmann in Heidelberg. Und ja, das war einfach, eigentlich war Schumann immer präsent. Und in meinem allerersten Semester habe ich dann gleich ein Seminar zu Schumann besucht. Und das muss ich Ihnen vielleicht gleich vorab sagen. Der Professor, einen älteren Jahrgangs, mittlerweile leider verstorben, sagte auf die Frage, ja, aber Clara hat doch auch komponiert. Nee, Clara war keine Komponistin. Und das ist ein Moment gewesen, der mir jetzt gerade in letzter Zeit wieder ins Gedächtnis gekommen ist. Professor Michels sagte tatsächlich, Clara wäre keine Komponistin gewesen. Und da zeichnet sich ein ganz interessanter Paradigmenwechsel ab. Also
Die ältere Generation war es gewohnt, Männer als Komponisten anzunehmen und die Frauen, auch wenn sie aktiv komponiert haben, zu ignorieren, nicht anzuerkennen oder eben auch im Kontext der Zeit einfach zu vernachlässigen. Was aber auch eine interessante Geschichte ist, weil in ihrer eigenen Zeit hatte sie ja offenbar überhaupt keine Schwierigkeiten, ihre eigenen Kompositionen zu veröffentlichen. Mhm. Wir hatten gerade vor einiger Zeit auch nochmal einen Vortrag, wo es darum ging, wo ihre Korrespondenz mit Josephine Lang zum Beispiel beleuchtet wurde, die ja sozusagen wirtschaftlich in deutlich desolateren Verhältnissen, also bei Clara kann man ja nun nie von desolaten Verhältnissen sprechen, aber wo sie eben auch dann ihr wirklich einfach anerbietet, sie hätte so bei ihr, sie könnte eigentlich alles veröffentlichen, auch an Kompositionen, die sie wollten, und sie hätte auch jede Art von Kontakt zu den Verlegern, dass es ihr ein leichtes wäre, also auch die von ihr offenbar sehr geschätzten Liedkompositionen von Josephine Lang da unterzubringen. Also sie sah sich offenbar schon in einer sehr privilegierten Situation und wurde ja offenbar, sonst hätten die Verlage das ja auch nicht gemacht in ihrer Zeit, ja auch wirklich gedruckt. Also von daher ist es ja eher so, ich sage auch immer, es war dann eher ein Rückschritt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass plötzlich eben so eine Richtung einkam, wo Clara dann plötzlich wirklich nur noch als Frau ihres Mannes, was sie ja im 19. Jahrhundert eigentlich nie gewesen ist. Ne? Also nicht also, nur. Ne? Ja. Bevor wir wieder zu Ihren Fragen zurückkommen, ist es, glaube ich, tatsächlich so ein Relikt aus der Nazi-Zeit, dass man sagen muss, dass Emanzipation nicht bei Adam und Eva anfängt und dann heute immer weiter gestiegen ist, sondern dass die weibliche Emanzipation tatsächlich ein Phänomen ist, das in Wellen passiert ist. Und dass man das nicht mit heutigen Maßstäben messen darf, natürlich, was damals war. Ich glaube tatsächlich, dass die Roaring Twenties etwas freizügiger waren, als dann die deutsche Hausfrau, die blonde, blauäugige Kinder erzogen hat. Ein relativ kleines Zeitfenster auch gewesen ist. Und wir wissen ja auch, ich meine, es gab ja immer berühmte Frauen. Ich gebe zu, es waren dann häufiger eher welche, die so literarisch tätig waren. Es waren dann Adelige. Ne, schon im 18. Jahrhundert, die sich ja auch vor niemanden verstecken mussten und natürlich auch anerkannt worden. Und dann eben im 19. Jahrhundert gab es ja auch einige, zumindest herausragende Figuren. Vielleicht komme ich jetzt dann nur ganz kurz auf eine besondere Liebe von Miriam Alexandra, eine alte Jugendfreundin von Clara Schumann, die sie eben auch schon als Clara Wieck kennengelernt hatte, war eben wirklich eine ganz berühmte Figur des 19. Jahrhunderts, Pauline Viardot-Garcia, die es eben auch im 19. Jahrhundert, da war gar keine Frage, dass sie das war, was sie darstellte, mit aller Anerkennung sozusagen von der berühmten Sängerin in Meyerbeer-Opern in Paris, bis dann eben auch mit großen Erfolgen in Deutschland, in Russland und überall. Das war keine Frage. Und auch noch bei Clara finde ich immer interessant, es gibt ja kaum bei jemanden, also auch bei großen Künstlern, dass wirklich noch nach der Jahrhundertwende, also sie war dann kaum tot, eben eine dreibändige Biografie erscheint von Litzmann, die ja dann auch noch mehrfach aufgelegt worden ist. Also ich glaube, diese merkwürdige Rückschritt, der kommt dann wirklich erst später. Und das ist sicherlich die Zeit, die Sie gerade erwähnen, wo dann diese Reduzierung eben von Frauenpersönlichkeiten dann auch nochmal massiv stattfindet. Auf jeden Fall, da bin ich total bei Ihnen. Jetzt versuche ich mal diese Fragen, die jetzt noch offen sind, mit dem zu verknüpfen. Denn es gehört ja in gewisser Weise auch zu meinem Weg dazu. Also dieses Studium, ich hatte dann mit 23 zwei Abschlüsse, mit 25 drei Abschlüsse und bin dann durch einen verrückten Zufall, oder vielleicht soll es kein Zufall sein, durch jemanden, der auch hier im Publikum sitzt, Joachim Draheim aus Karlsruhe, der organisierte damals das 100. Bitte korrigiere mich, Joachim, wenn ich was Falsches sage, das war das 100. Jubiläum vom Musikhaus Schleile in Karlsruhe 2005, ja, nicht wahr? Organisierte die große Jubiläumsveranstaltung und auf dem Programm stand was von P. Viardot. Und ich dachte, das ist ja komisch. P. Viardot. P. Viardot. Und also das große Fragezeichen und dann eben rauszufinden, diese Musik interessiert mich, ich finde die spannend, was kann ich darüber erfahren? Also neugierig war ich schon immer. Was kann ich darüber erfahren? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Die neue. Schadet nicht. Ja. habe mich dann versucht zu informieren, festgestellt, es gibt eine britische Biografie, die aber sehr ausschweifend und eben nicht unbedingt wissenschaftlich war, und habe dann eben angefangen, mich damit zu beschäftigen.
habe dann in der Zwischenzeit mein Diplom gemacht, hatte dann schon, damals hatte ich mein Staatsexamen schon, ja. Bin dann nach Köln gegangen, um im Aufbaustudiengang Konzertexamen bei Professor Kelly zu studieren. Und ja, habe dann gedacht, dieses Thema lässt mich irgendwie nicht los. Und merkte dann, oh, jetzt muss ich aber tätig werden, wenn ich mehr erfahren möchte, denn die Quellen sind verstreut in der ganzen Welt. Und wenn ich das Ganze bündeln möchte und mich darüber mehr informieren möchte, muss ich Reisen unternehmen. Und dann war ein Gedanke eben, eine Dissertation anzumelden, um Funding zu bekommen, um eine Finanzierung zu haben, um diese Reisen unternehmen zu können, um an den verschiedenen Teilnachlässen arbeiten zu können, um mehr zu erfahren. Und das habe ich dann glücklicherweise auch bekommen und konnte dann eben 2007 auch noch für ein Springterm in die USA, kam zu meiner Professorin und sagte, was soll ich machen? Hier ist die Einladung, es hat geklappt, ich habe mein Konzertexamen noch nicht, was soll ich tun? Frau Kelly war selbst Amerikanerin und sagte, naja, also als Amerikaner weißt du, was du tun musst, wenn du eine Zusage aus Harvard hast, musst du nach Harvard gehen. Und dann bin ich dorthin, habe das gemacht, bin dann zurückgekommen, konnte das Examen dann bei ihr nachholen im Semester drauf und ja, habe die Arbeit angemeldet in Karlsruhe und genau, und meine Reise unternehmen können. Dann auch, ja. Vielen Dank. Ja, genau, 2014 war die Verteidigung. Mhm. Genau. Und Sie sagten ja schon, es gab dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auf Ihrem Jahr dann auch schon wirklich sehr stringenten Lebensweg, der sich ja auch dann nicht nur auf die Musik als solche, als Ihre Karriere als Sängerin, sondern eben auch über die Tatsache mit, welche Lieder Sie hörten oder gesungen haben, sich dann auch mit dem Leben oder dem Schaffen dann dieser Person, in dem Fall dann eben Pauline Viardot, beschäftigt haben, dass Sie dann ja auch immer sozusagen auch dann Unterstützung und Begleitung gefunden haben, wie Sie ja gerade erwähnten, Joachim Draheim, der natürlich eine, ich sage das einfach mal, eine ganz große Nummer dann in der Schumann-Forschung war. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch sehr konzentriert auf Pauline Viardot oder weitete sich das sozusagen dann schon auf andere im engeren Freundeskreis von Pauline Viardot Garcia? Das ist unheimlich witzig. Ich finde dieses Wort des stringenten Lebensverlaufs, finde ich unheimlich komisch, weil das immer nur in der Retrospektive stringent wirkt. Ne? Aber so ist das ja immer. Wenn man Biografien schreibt, sieht man ja eigentlich als Biograf, sage ich jetzt mal, der ich jetzt nicht bin, sieht man natürlich ja immer nur, was war. Und man findet das dann entweder stringent oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die so meandern, ne? Also auch im Brüche Rückblick. In der Aber bei Ihnen würde man sagen, obwohl ich glaube, genau zu verstehen, was Sie meinen, dass es auch nicht alles geplant war, aber im Rückblick wirkt es stringent. Ich glaube, das Das Wichtigste an der ganzen Geschichte war, dass es ein Thema war, das mich gereizt hat und das mich unheimlich motiviert hat und das mich eben auch über einen langen Zeitraum bei der Stange gehalten hat. Also was zu finden, was Freude bereitet. Also wann hat man denn heute, es gibt ja viele Leute, die klagen über ihre Arbeit oder sagen, ach, würde ich doch was anderes machen. Und ich habe das große Privileg, mich mit diesen wunderbaren Manuskripten und Noten und Sachen auseinandersetzen zu dürfen, wie gut geht es mir denn? Also da bin ich unheimlich dankbar. Das zweite Thema waren Unterstützer und Mentoren. Da habe ich natürlich glücklicherweise eine ganze Reihe gehabt. Ganz, ganz wichtig natürlich Herr Draheim in Karlsruhe, der mir eben auch viel, viel selten gespieltes Repertoire näher gebracht hat. Das haben wir auch zusammen aufgeführt. Wir haben 2006 in Joachims Version die Jugendlieder ich glaube sogar erst aufgeführt, in der kompletten Version als Zyklus, alle 12 Lieder am Stück. Da hat Joachim die Fragmente eben vervollständigt und ja, es war eine ganz, ganz spannende Sache. Und durch Joachim habe ich eben auch viele, viele Schumann-Forscher und viele Schumann-Liebhaber kennengelernt. Es ist ein besonderer Kreis eigentlich in Karlsruhe, Baden-Baden, der mir eigentlich bis heute geblieben ist. Joachim hat ja auch ganz großzügig unsere Aufnahme finanziert. Mhm. Das ist ja ein ganz, ganz großes Glück. Also jetzt die neue mit den sämtlichen Liedern von Clara? Korrekt, genau, diese. Und ist ein Teil von einem ganz, ganz wunderbaren Netzwerk in Karlsruhe, Baden-Baden. Also Joachim hat mich auch Michael Schunke vorgestellt. Einem Nachfahren von Ludwig Schunke, dem Robert Schumann seine Toccata Opus 7 gewidmet hat. Einen engen Jugendfreund, der dann ganz jung an Tuberkulose gestorben ist. Ja. Und über Michael ist eben auch sehr, sehr
ein großer, großer Musikliebhaber und hätte das natürlich auch am liebsten selbst studiert und hatte eine wunderbare Konzertreihe in Baden-Baden, bei der wir dann viele anständige und unanständige Dinge aufführen durften. Und der dritte im Bunde war Andreas Hulschneider, den Michael Schunke mir vorgestellt hat, auch vor über 10 Jahren, der eben ehemals Präsident der Deutschen Grammophon war und auch mal Musik, also Professor für Musikwissenschaft an der Universität in Hamburg. Mhm. Genau. Aber vor diesen drei Männern gab es natürlich auch immer Gesangslehrerinnen. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Meine allererste Lehrerin an der Musikhochschule, Christiane Hampe, hat eine ganz besondere Rolle für mich gespielt, weil sie eben zum Teil auch eine Mutterfunktion übernommen hat. Die hat mir gezeigt, ich bin ausgezogen, hat mir viel, viel beigebracht und hat vor allen Dingen mich nie begrenzt. Sie hat mich immer bestärkt in dem, was ich wollte und auch nie in der Energie gebremst. Also wenn ich alte Kommilitonen treffe, dann sagen die mir auch immer, Mensch Miriam, du hast so eine Energie, du bist immer nur. Also, sie hat mich einfach machen lassen. Auch als ich die Entscheidung getroffen hatte, Schulmusik dazu studieren zu wollen, hat sie nicht gebremst. Und also nicht gesagt, nein, wie kannst du dich jetzt so abwenden und etwas so Allgemeines dazu machen? Weil es ist ja auch oft, hört man jedenfalls oft, dass das ja dann so mit etwas Abwehr betrachtet wird. Ne? Genau. Mhm. Und das hat sie als vollwertige, wichtige Erfahrung bewertet und mich dann auch zur Studienstiftung des Deutschen Volkes gebracht, vorgeschlagen. Ja, und da habe ich auch wichtige Erfahrungen machen können, Leute kennenlernen dürfen, die mein Leben bis heute sehr, sehr bereichern. Also ganz, ganz wichtige Person. Und war das dann wirklich so, diese Annäherung dann an Clara Schumann, wobei wir das ja nicht immer dann so vereinzeln wollen. Also ich denke mir, der Horizont richtet sich ja dann auch auf sehr viel, aber natürlich eben auf eine der bedeutendsten Frauenfiguren im künstlerischen Bereich des 19. Jahrhunderts, dass es dann wirklich so auf dem Weg von Pauline Viardot-Gassier, Sie wissen vielleicht den klassischen Satz, ich zitiere jetzt natürlich nicht korrekt, aber es gibt eben in einem Brief, wo, ich weiß jetzt nicht, ob in Pauline oder Clara sagt, sie wären die ältesten Freundinnen des Jahrhunderts, ja, ne? Genau. Weil sie von sich Pauline. Eben wirklich schon als ganz junge Frauen in Paris, also sie haben sich schon in Leipzig kennengelernt, aber in Paris hat sich dann die Freundschaft eben befestigt und in einer für Clara unmittelbar vor der Eheschließung mit Robert Schumann sehr schwierigen Situation, vom Vater alleingelassen. Ich glaube, das schweißte dann schon enorm zusammen, weil da die Viardot sicherlich auch eine, weil sie eben in Paris lebte und gerade ihre große Karriere begann, eine schwere Stütze war. War das dann so ein bisschen der Weg, dass Sie so guckten, mit wem hatte sich denn Pauline so auseinandergesetzt, in welchen Kreisen verkehrte sie, wer gehörte so sozusagen zu ihren künstlerischen Zeitgenossen, dass dann plötzlich Clara auch im Fokus war? Absolut. Also es gab, tatsächlich ist Clara Schumann über Pauline Viardot für mich in den Fokus gerückt. Ich habe auch im zweiten Kapitel meiner Dissertation behandle ich dieses Verhältnis, wie sie sich eben unterstützen gegenseitig, wie sie zusammenarbeiten. Es ist ein besonderes Verhältnis, ist auch es ist eine Freundschaft, aber es ist eine Freundschaft, die auch sehr klar auf die Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Mhm. Vielleicht einen Nebensatz noch, dass Robert Schumann ihr sein erstes veröffentlichtes Liedopus, den Heine-Liederkreis, gewidmet hat. Mhm. Also sie hat für beide eine hohe Relevanz gehabt, war eine wichtige Frau. Und ich glaube, dass auch die Qualität der Beziehung unterstützt wird, auch durch die Dauer, das Verhältnis, die Beziehung auch hatte. War auch eine relativ hohe Nähe. Also wenn wir überlegen, dass die beiden eine Zeit lang gemeinsam in Baden-Baden gelebt haben und Clara Schumann den Hauskauf ihrer Hundehütte, wie die Kinder so nett sagten, Pauline Viardot überlassen hat, dann spricht das ja auch schon für ein sehr großes Vertrauen. Wem würden Sie heute einen Hauskauf überlassen? Also ich glaube allerdings im 19. Jahrhundert, ich kenne da so einige Beispiele, die einen von heutiger Sicht wirklich überraschen, dass man da offenbar, wenn man mit jemandem befreundet war, da voller Vertrauen war. Also etwas, was uns, glaube ich, heute auch in vielen Dingen abgeht, aber das muss so gewesen sein. Ja, interessant. Ja. Also ich bin auf jeden Fall auf Clara Schumann durch Pauline Viardot intensiver aufmerksam geworden, auch durch den Briefwechsel, den die beiden geführt haben. Und da zeichnet sich natürlich ein anderes Bild ab, als jetzt mit Clara Schumanns Jugendfreundinnen, jetzt mit den Liszt-Schwestern. Also es ist
ein anderer Ton, der da drin schwingt, aber es war wohl ein sehr herzliches Verhältnis. Sie haben sich auch, als sie nicht mehr miteinander aufgetreten sind, haben sie sich auch weiterhin Briefe geschrieben und sich gegenseitig über die Leben auf dem Laufenden gehalten. Die ja sehr unterschiedlich waren. Ne? Also jeder war ja auch in seiner Persönlichkeit dieser beiden Frauen sehr unterschiedlich. Und deshalb sind die Briefe auch sehr interessant, finde ich. Ne? Das ist auch das, also das ist das Wunderbare. Also wenn man gleiche Menschen hat, die sich Briefe schreiben, ist es, glaube ich, weniger spannend, als wenn man solche Extreme hat. So, also eine französische Opernsängerin, die auch immer sehr humorvoll Briefe schreibt und immer witzig, das Nusse Bach. Und nie sozusagen, das darf ich vielleicht auch noch sagen, ne? Nicht so von den Banden deutscher Bürgerlichkeit, weil die eben aus einer spanisch-französischen Sängerfamilie kam, wo alle immer schon künstlerisch tätig waren, sich da völlig frei fühlte. Also wenn man so will, die war dann so ex-Origine, war die eben Künstlerin und in ihren Entscheidungen frei. Jedenfalls fühlte sie sich so. Während bei Clara natürlich das als aus dem Bürgerlichen kommend ja immer auch noch eine andere Schwelle zu überschreiten war. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch schildere, aber das habe ich immer bei der Situation beider Freundinnen so gesehen, dass die doch letztlich aus sehr unterschiedlichen Welten entstammten. Die eine sich immer eben sehr frei fühlte in dem, was sie tat und nicht beschnitten. Und Clara Schumann dann eben doch sehr bewusst ihre Marken setzen musste, auch gegen Einschränkungen und natürlich das dann auch durchsetzte, wie sie lebte. Also natürlich zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe. Mhm. Also das eine ist ja, also die Opernwelt sehr, sehr extrem, exaltiert, spielen mit der Theatralik, mit Dramatik. Und auf der anderen Seite diese sehr deutsche Innerlichkeit, deutsche Kammermusik, der Ernst in der Musik und über Clara dann auch dieses Bestreben, ein Repertoire zu etablieren. Und ich meine, so früh den Mann zu verlieren, das prägt, glaube ich, auch fürs Leben. Also umso bewundernswerter, wie man dann weiter sich die Kraft und Stärke bewahrt, die Musik weiter in die Welt zu tragen. Ja, das ist eine ganz große Power. Das war ja auch immer ihr, sozusagen auch immer das, glaube ich, was so ihr Leben auch wirklich so in der Balance hielt. Ne? Weil sie ja auch immer ausdrücklich sagte, ohne Musik wäre es für sie nicht. Und über die Musik kommt sie auch über die schwersten Schicksalsschläge hinweg. Ne? Ja. Absolut. Musik als Lebenselixier. Elixier, ja, ganz genau. Also nach diesem Wort habe ich jetzt auch gesucht. Ne? Genau. Ja, also ich fand es eben, also diese Entwicklung, also ich habe natürlich über einige Jahre auch den Lebensweg, den künstlerischen Lebensweg von Miriam Alexandra verfolgt und fand das eben dann schon sehr interessant, welchen Weg sie gegangen ist, obwohl ich dann auch eben noch sehr spannend fand, dass seit einiger Zeit tatsächlich auch das Leben von Clara Schumanns Freundin Pauline Viardot-Gazir sehr vielschichtig auch beleuchtet wurde, ganz plötzlich. Ne? Man kannte sie natürlich, aber eben immer in diesem oder jenem Kontext. Und plötzlich gab es ganz viele Leute, die sich sehr intensiv mit Büchern und Neuerscheinungen und ja auch Neuausgaben mit ihr beschäftigten, dass man dann eben doch denkt, dass in der heutigen Zeit, unabhängig jetzt von Genderforschung in der Musik, plötzlich wirklich auf die Qualität auch geschaut worden ist. Weil alle Leute waren dann eben auch entzückt, diese Sachen auch jetzt wieder zu hören, dass da nicht geguckt wurde, wer hat das nun komponiert. Und ich glaube, das haben Sie heute schon im ersten Teil, in der von Miriam Alexandra vorgehört, dass man eben nicht sagt, wie Clara Schumann, ich würde immer sagen, sie hat es auch durchaus kokettierend manchmal gemeint, dass Komponieren keine Frauenzimmerarbeit wäre, um das jetzt auch noch mal nicht richtig zitiert, lieber Joachim, aber ich glaube, es trifft den Punkt, dass sie das selbst auch gar nicht so ernst meinte. Ich glaube, sie wusste schon von früh an, was sie kann, weil es ja auch bei Clara Schumann ja auch wirklich auch vom Vater, ja, bei allem, was wir sonst möglicherweise an Mängeln bei dem Vater erkennen, aber das war ja auch in ihre Erziehung gelegt, auch damals natürlich in der Erziehung eines jungen Mädchens, was als Virtuosin ausgebildet werden sollte, weil man ja auch als Publikum damals erwartete, dass jemand, der auch, wenn er auch ein Wunderkind war, auf die Bühne trat, auch natürlich selbst komponierte, spielte. Und das ist bei Clara dann eben auf so fruchtbarem Boden und jetzt eben nicht so nur ein Spiel war. Sie sprechen was unheimlich Interessantes an. Denn man kann ja natürlich in der Welt, haben natürlich schon viele Leute über Clara Schumann gesprochen und sind natürlich immer sehr heiß drauf, Urteile abzugeben. Also ich glaube,
Es ist interessant. Also es gibt so viele Deutungen einer Quelle, wie es Menschen gibt, die sie lesen. Also wenn wir jetzt den gleichen Brief gemeinsam lesen, werden sie ein Wort anders betonen und ich werde eins anders lesen. Das heißt, im Grunde genommen geht es doch überhaupt nicht um die Bewertung dieser Quelle. Es geht darum, was diese Frauen getan haben. Mhm. Und das ist bei Clara Schumann ja ganz außerordentlich, denn sie hat einfach komponiert. Sie hat das getan. Komponiert und sie hat wirklich gut komponiert. Und es ist nichts, was sich zeitgenössisch verstecken muss, zumindest in dem Genre, was sie damals eben auch auf Zeitgründen oder Ähnlichem zu komponieren, absolut zeitlich in der Lage war. Ja. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert stattfindet, eben die Entwicklung des Künstlerberufs. Mhm. Also es geht ja darum, dass jemand als Virtuose hervortritt. Das heißt, wie Sie gerade schon gesagt haben, Frau Dr. Butsch, ganz klar, da geht jemand an die Öffentlichkeit und man ist eben gewohnt, dass der Sänger oder dass der Pianist Lieder singt. Clara Schumann wird die auch gesungen haben oder hat sie auch gesungen, wie wir jetzt so schön in den Jugendtagebüchern lesen konnten. Sie hat die Lieder am Klavier selbst zwischen den Klavierstücken gesungen. Eben mit ihren anderen Kompositionen auch im Lied komponiert. Ne? Genau, ja. Genau, also extremst früh. Und ich glaube, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass es da nicht um ein Kunstwerk im absoluten Sinne geht, sondern darum, Konzerte, kleine private Vorführungen aufzulockern. Wir haben jetzt zwischendurch, singen wir ihnen ein Lied, dann kommt eine ganz tolle Virtuose, ein ganz tolles virtuoses Klavierstück. Und das wurde alles von einem Virtuosen verlangt. Das ist nicht wie heute, dass eine... Unterhaltung stand eigentlich im Mittelpunkt. Ne? Genau. Also zwar eine gehobene, aber das sollte es schon sein. Es gab ja auch wirklich viele Kenner im Publikum, das darf man auch nicht vergessen. Die berühmten Dilettanten, was wir heute als dilettantisch bezeichnen, war natürlich mitnichten etwas... was in unserem Sinn damals dilettantisch war. Es waren oft große Könner, das waren schon Leute, die das einschätzen konnten, was jemand zu leisten imstande war. Und dann natürlich die Würdigung umso besser. Aber man wollte dann eben auch wirklich was geboten bekommen. Die berühmten Zirkuspferde. Ja, aber eben es sollte eben so etwas sein, wo einer dann sagte, das kann ich nicht bei aller Fähigkeit, die ich mir sonst zutraue. Ne? Ja, genau. Also ich nenne es immer ein bisschen frech, das Zirkuspferd, weil es tatsächlich darum vorging, was Dressiertes vorzuführen. Also diese ganze Wunderkind-Geschichte, dass Friedrich Wieck eben nach dem Vorbild von Leopold Mozart versucht, aus seiner Tochter ganz gezielt ein Wunderkind zu machen. Da steckt ja unheimlich viel Ehrgeiz und Training und Üben und so weiter dahinter. Nicht, dass Clara ihm das irgendwie übel genommen hätte. Also im Gegenteil, sie sagt im Rückblick noch, das war alles gut und ich verdanke ihm alles und er hat mir die ganze künstlerische Frische erhalten, indem ich eben nicht auf Abendveranstaltungen gehen musste, dass ich eben ruhen konnte vor dem Konzertieren. Er hat ihr sehr, sehr viele lebenspraktische Regeln mit auf den Weg gegeben, die eben dazu geführt haben, dass sie über diesen langen Zeitraum diesen wirklich schwierigen künstlerischen Weg gehen konnte. Und es ist nicht nur die Entwicklung vom Virtuosen zum Spezialisten, also wie wir es bei den Pianisten sehen. Pianisten müssen nicht mehr komponieren. Pianisten können einfach nur noch auf die Bühne gehen. Haben Sie schon mal ein Stück von Herrn Sokolow gehört? Eine neue Komposition? Nein, also das ist sicherlich eine starke Veränderung gegenüber. Genau. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall eine Veränderung dieses Berufszweiges. Und dann aber auch der Weg hin, weg von diesen Mischprogrammen, hin zu ganz strengen Programmen, wie wir sie heute eigentlich noch in klassischen Klavierabenden hören. Nicht, dass ich die gut finden würde, dass das heute noch so ist, aber so stellt sich unser Musikbetrieb heute dar. Ja, so ist es. Und ich höre immer, wenn ich dann mir mal wirklich dann so diese Programmfolgen anhöre, dann denke ich mir immer, schade. Ich glaube, es würde uns allen noch große Freude machen, nicht nur so ganz starre Programme zu hören, sondern eben sehr vielfältige. Weil man braucht ja auch immer etwas, auch wenn man dann völlig sozusagen sich mal rein versenkt, mal auch etwas, wo man dann mal so ganz locker da sitzen kann und sagen, ach, es ist einfach schön, ne? Ich brauche mir jetzt also keine große geistige Anstrengung, jetzt habe ich mal so eine Atempause und kann mich jetzt einfach an irgendetwas erfreuen. Und ich glaube, auch das war damals mit Sicherheit das Ziel, durch diese Abwechslung die Leute auch dann frisch zu halten, die da im Publikum saßen während eines langen Programmes. Ne? Da hat Clara Schumann tatsächlich auch so einen sehr erzieherischen Drang. Also sie möchte das Publikum erziehen, hin zu ihrer Musik, hin zu einem Verständnis der Tiefe, der Lieder, der Texte, der Musik, der wirklichen Bedeutung. Sie versucht, das Publikum wirklich an die Essenz zu bringen und das ist ein ganz großes Verdienst. Aber trotzdem hat sie nie verzichtet, weil sie eben sozusagen ein Bühnentier war, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Worauf verzichtet?
auch mal dem Publikum Zucker zu geben, wenn sie meinte, das sollte jetzt einfach so sein, damit die Leute eben auch, ne, nochmal das bekommen, was sie eigentlich wollen. Also das hat sie ja auch, aber ist ja auch ganz naheliegend, wenn einer wirklich mit diesem Leben groß geworden ist, konnte die natürlich auch jedes Publikum einschätzen, egal wo sie aufgetreten ist. Und wie Sie ja wissen, ist sie in sehr vielen Ländern aufgetreten, bevorzugt in, später in ihrer zweiten großen Karriere nach der Einlieferung von Robert Schumann hier nach Endenich, wo wir gerade sitzen. Und dann damit musste sie ja sozusagen dann ihre neue Karriere nochmal völlig professionalisiert dann starten. Daher finde ich das schon sehr interessant, weil natürlich sich, wie das ja auch oft in Kritiken beschrieben werden, Frau Schumann spielt sehr ernste Programme, aber es gibt dann doch immer noch sehr lange, dass sie bei Publikum, das sie liebte, also wo ihr auch viel Zuneigung entgegengebracht worden ist, denen machte sie natürlich auch Geschenke. Absolut, und man kann ja auch in den Programmdramaturgien sehen, dass sie nie mit einer Bachfuge enden würde. Also es ist ja ganz klar, dass der seriöse Teil, wo sich das Publikum konzentrieren muss, dass das im ersten Teil kommt und die lustigen, leichten Stücke, dass die einfach dann kommen, wenn das Publikum diese Konzentrationsfähigkeit nicht mehr aufbringt. Richtig, ganz genau. Ne? Das ist schon auch schön, das Publikum mitzudenken in dem Moment. Ich denke mir auch, und das ist wahrscheinlich auch für jeden, der auf der Bühne steht, ja auch eine wichtige Erfahrung, aber auch vielleicht etwas, was man ja auch als Künstler möchte, weil bei allem, was man vielleicht auch dann an pädagogischen Ehrgeiz hat, um einem Publikum vielleicht mit irgendwelcher Musik vertraut zu machen, von der man meint, dass das Publikum die unbedingt kennenlernen müsste, was ja auch eine ganz wichtige Aufgabe eigentlich eines Künstlers ist, möchte man das Publikum ja auch dann sozusagen auch mit etwas erfreuen, was es kennt, nicht? Um das dann so, um dann einfach auch so eine Zwiesprache einzurichten, weil es ist, ich glaube, niemand wird immer nur gerne belehrt. Man braucht dann auch etwas anderes, wo jemand im Publikum sagt, ach, War das schön. Aber da würde ich ganz gern einhaken, denn im Grunde genommen geht es natürlich darum, dem Publikum was zu bieten, was es kann, aber es geht immer auch darum, das Publikum zu fordern. Also ich glaube, Sie würden alle hier einschlafen, wenn Sie immer die kleine Nachtmusik hören würden. Ich glaube, es wäre auf die Dauer doch wirklich einfach auch wirklich fast eine Tortur. Also ich liebe Mozart, keine Frage. Aber es geht tatsächlich auch darum, dem Publikum neue Dinge zu bieten und das Publikum auch neugierig zu halten. Insofern würde ich diese Programmdramaturgie und auch diesen Ansatz auch für heute ganz gerne auch mal ein bisschen kritisch sehen. Denn ich glaube, dass der Konzertabend, wie er sich jetzt über Jahre überliefert hat, dass der schon auch mal ein bisschen frischen Wind gebrauchen könnte. Und da würde ich mir auch immer ein bisschen Mut wünschen, ein bisschen Frische, ein bisschen Neugier auch von Konzertveranstaltern, dass sie sich auch mal trauen, einfach Dinge aufs Programm zu setzen, vielleicht auch mal von der Komponistin, einfach mal Sachen aufs Programm zu setzen und zu sagen, hey, mal schauen, wie die Leute reagieren. Also da bin ich wirklich in absoluter Übereinstimmung, weil ich auch immer zugeben muss, mit diesen ewig gleichen Programmen, also auch wenn wir das ganz wunderbar finden, da sind wir wirklich so weit entfernt eigentlich auch von jeder Hörinnovation, wenn man im Publikum sieht. Also jeder kennt das ja, wenn er zum ersten Mal irgendetwas hört, was die ja vor 200 Jahren ununterbrochen hatten. Man hörte immer etwas Neues. Während heute ist dieser Kanon ja so allgegenwärtig, dass man ja, also zumindest im klassischen Bereich, ja schon richtig glücklich ist, wenn mal irgendwas aus den 20er oder 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf Programm gesetzt wird, wo manche Leute auch noch entrüstet sind, was ich immer sehr merkwürdig finde, weil ich denke mir immer, ein Konzertbetrieb soll ja kein Museum sein, dass ich unentwegt ein gleiches Repertoire aufführe, was tatsächlich sehr vorherrschend ist und was eine ganz merkwürdige historische Entwicklung ist, oder? Ganz genau. Und das ist auch exakt das, was ich beobachte im jetzigen Musikleben. Wir schauen durch eine historische Brille. Wir sehen Clara Schumann, wir mystifizieren sie, wir glorifizieren sie, aber wir verstehen eigentlich nicht wirklich die Innovation, die die eigentlich an den Tag gelegt haben. Hey, ein neuer Dichtergeist, sagt Schumann. Hey, wir machen hier neue Gedichte, neue Texte. Und wir nehmen diesen Zeitgeist, dieses Lebensgefühl, bringen wir in die Musik. Und dann machen wir pädagogische Schulen und machen die jungen Leute damit vertraut. Was machen wir heute? Wir nehmen diese alten Schulen und lassen die seit 100 Jahren hoch und runter spielen. Also, dass da auch was gehemmt wird, dass da bei den jungen Leuten, wenn die Poetry Slam ist so ein Beispiel, ne? Wenn die eine Affinität haben zu so einer Textkunst, warum das nicht einfach unterstützen? Warum nicht das in die Programme bringen und den Leuten damit zeigen, hey, wir sehen euch, wir sprechen eure Sprache
Und das ist auch schön. Es darf die musealen Programme geben. Es darf sie geben. Nein, natürlich, die soll es ja auch geben, weil es ja auch wirklich die Kultur ist, auf die etwas dann auch aufgebaut wurde. Aber ich denke wirklich, dass man das so hütet wie etwas, was überhaupt unangetastet ist, eine wirklich merkwürdige, weil das gibt es in allen anderen Kunstbereichen ja nicht. Also wir dürfen Shakespeare lieben, wir dürfen Heinrich Heine lieben, aber wir dürfen natürlich auch Peter Handke und eben noch jüngere Dichter lieben. Und da würde keiner oder jeder würde sagen, mein Gott, der liest jetzt nur Sachen aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Ich tue das auch sehr gern, weil ich eben, ja, ein anderer Jubilar, Fontane ist einer meiner absoluten Lieblinge. Aber das hätte mich natürlich nie abgehalten, eben auch große Schriftsteller des 20. und 21. Jahrhunderts zu lesen. Und im Musikbetrieb hat man zumindest das, was man geboten wird, schon oft den Eindruck, dass man eigentlich immer das Gleiche serviert bekommt. Ne? Absolut. Und das setzt sich auch in vielen anderen Dingen fort. Also wenn heute jemand Musik studieren möchte, dann denkt er, ah ja, ich singe diese 5 Arien, dann gehe ich an ein Opernhaus und singe diese 5 Arien immer wieder und immer wieder. Es gibt Leute, Studenten, die singen immer fort aus die gleichen Stücke, weil sie wissen, sie müssen sie auf einem Top-Niveau präsentieren. Die können gar nicht mehr neugierig sein. Und warum? Weil wir den Musikberuf glorifiziert haben. Wir haben gesagt, es ist toll. Wir haben ein Niveau an Einspielungen. Wir kennen die Sachen in 100 verschiedenen Interpretationen. Jetzt mit Streaming wird das natürlich noch mehr. Wir haben eine Entwicklung, dass Musik ständig präsent ist und in den verschiedensten Aufnahmen präsent ist. Und dass man dann irgendwann vielleicht auch sagen kann, hey, da ist keiner mehr unternehmerisch tätig. Da ist keiner mehr da und sucht nach einer Innovation. Jeder versucht, das, was schon da ist, noch mal besser zu machen. Aber irgendwann ist auch das erschöpft. Also das Leistungsprinzip funktioniert einfach nicht mehr. Wir können nicht arbeiten, arbeiten, arbeiten und sagen, ach, aber Karajan hat diese Aufnahme hier in 4 Minuten 20 gespielt. Warum sind Sie hier bei 4 Minuten 22? Das ist ein Erbsenzählen in einem Bereich, der eigentlich offen, kreativ und frei sein sollte. Insofern würde ich auch sagen, das, was das Schumann-Ehepaar für mich total auszeichnet, ist ein Unternehmergeist. Ja, und wirklich das absolut Innovative, dass sie sowohl im privaten Leben mit eben dann doch dieser mit allen Schwierigkeiten gelungenen Künstlergemeinschaft und natürlich auch in dem, was sie wirklich komponiert und geleistet haben, also auch an ihren künstlerischen Erzeugnissen. Das ist wirklich getrieben vom neuen Dichtergeist. Und wir haben uns gerade gestern unterhalten, auch Clara hat offenbar bemerkenswerte Kenntnisse der Literatur gehabt, auch das auf die noch. Sie aufbauen konnte. Ja. Ja, also nicht jetzt einfach irgendwie auch so nachgeordnet. Und es waren immer die Zeitgenossen. Es waren immer die Zeitgenossen. Wobei man eben sagen muss, dadurch, dass so lange vergessen war, und wie wir ja auch schon sagten, ich liebe natürlich auch die Traviata und könnte mich da reinhängen. Aber ich freue mich dann auch eben mal jetzt eine wiederauferstandene Weinberg-Oper zu hören, weil die halt so lange verschwunden war und eben auch ganz großartige Musik ist. Und das macht mich dann glücklicher, als wenn ich das eine dann 10-mal höre. Absolut. Wieder, ne? Vielleicht darf ich zum Abschluss noch, weil die Kollegen genau. auch warten. Ja, ich merke das schon. Vielleicht darf ich zum Abschluss noch sagen, ich habe eine Vision und die möchte ich ganz gerne, ich möchte das noch erleben, ich möchte es einfach noch erleben, dass auf den Konzertprogrammen Komponistinnen und Komponisten 2050 wirklich gleichberechtigt vertreten sind. Das ist genauso was Innovatives zu sagen, wir wenden uns mal einer Gattung, einer Komponistin zu, die wir noch nicht kennen. Wir setzen die auf die Programme und schauen, was passiert. Was mir normalerweise im Konzertleben passiert, ist, dass die Leute sagen, ach, das war ja jetzt schöne Musik, aber es gab ja bestimmt nicht noch, also andere Komponistinnen gab es bestimmt nicht. Und wenn es die gab, dann war es bestimmt schlecht. Und wenn ich eine Sache gelernt habe aus der Arbeit zu Pauline Viardot, dann ist es die Tatsache, dass man die Lücke immer mitdenken muss. Je länger ich gearbeitet habe zu dieser Komponistin, desto mehr habe ich festgestellt, wie sie anerkannt war, wie sie respektiert war, welche Qualität die Arbeit hatte, wie konsequent sie gearbeitet hat, wie diszipliniert sie gearbeitet hat. Und dann zu sehen, dass der Name und die Stücke völlig in Vergessenheit raten, tut weh. Tut auf einer ganz, ganz komischen Ebene weh. Weil man merkt, da ist was und das wurde einfach weggepackt. Und ich denke, dass es bis heute, dass dieses Argument zu sagen, hat keine anderen gegeben, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass es keine gegeben hat, wenn ich mich nicht darum kümmere, sie aufzustöbern. Insofern ist es mein Wunsch, auch für junge Frauen heute zu sehen, dass es diese Frauen gegeben hat und wie toll sie komponiert haben. Sicht und hörbar machen.
glaube, Amen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Sollte natürlich für alle gelten, weil wir alles entdecken sollten, was des Entdeckens wert ist, denke ich mir. Und da ist sozusagen jede Goldgräberstimmung ist da eigentlich angebracht und sollte uns dann auch zu neuen Erlebnissen und Erkenntnissen führen, weil, wie wir gerade gehört haben, die Neugier ist sozusagen etwas, was der menschlichen Natur alles Mögliche erschließt, was anderen Kreaturen nicht möglich ist. Ne? Treibstoff. Der Treibstoff. Ich danke Ihnen sehr herzlich und ich freue mich sehr, Sie sozusagen jetzt auch bei uns im Schumann-Netzwerk zu haben, womit Sie dann vielleicht dieses Bild, was eben eigentlich ja nur ausstrahlt von großen Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts, dann auch weitertragen. Immer natürlich mit dem Rückschluss, aber eben auch in die Zukunft. Herzlichen Dank. Unternehmerisch. Herzlichen Dank. Ne? Da stieg im Kreis.
Weiß aus tausend Kelchen Duft. Und alle Wipfel rauschten leis, und leiser ging die Luft. Die Bäche schwiegen wie noch kaum, geplätschert von dem Hühn. Die Riedlein standen wie im Traum und lauschten dem Getün. Und hell und immer heller floss der Sonne Glanz herein, und Blumen, Wald und Schlucht ergoss sich goldig roter Schein. Und Blumen, Wald und Schlucht ergoss sich goldig roter Schein. Ich aber zog den Weg entlang und hörte auch den Schall. Ach, was seit jener Stund ich sang, war nur sein Widerhall. Thank you.
Thank you.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzt, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamm. Sing
singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Schaut nicht die Felsenriffe, ihr schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Gang, und das mit ihrem Singen.